Natürlich schaut momentan die ganze Welt auf den Krieg in der Ukraine, aber wir haben ja nebenher auch noch andere große politische Ereignisse. Und damit herzlich willkommen bei Wirtschaft TV hier aus der Frankfurter Börse. Ja, vor allen Dingen die Wahl in Frankreich, wo wir ja letzten Sonntag die erste Wahl hatten, die steht natürlich für Europa ganz, ganz klar im Vordergrund. Ja, der Herausforderer, der aktuelle Präsident Emmanuel Macron gegen seine Herausforderin Marine Le Pen. Jetzt gehen mittlerweile die Gewerkschaften und die Unternehmen sogar dazu über, dem aktuellen Präsidenten tatsächlich mehr ihr Vertrauen auszusprechen. Ja, da sagt man, Emmanuel Macron hat es geschafft, die Arbeitslosigkeit auf unter 7,5% zu bekommen und aus der Pandemie gestärkt herauszugehen. Das heißt, Wirtschaftswachstum in Frankreich wie schon seit 50 Jahren nicht mehr. Und da haben vor allen Dingen natürlich jetzt die Gewerkschaften und die Unternehmer Ängste, dass wenn eine Marine Le Pen an die französische Macht kommen könnte, dass es dann zu größeren Verwerfungen kommt, weiß man doch, dass Le Pen nicht unbedingt eine große Freundin Europas oder gar des Euro ist. Zudem hat sie natürlich in ihren Wahlversprechen ordentlich Themen aus dem Hut gezaubert. Ob auf der einen Seite beim Thema Mehrwertsteuer für Benzin, Heizöl, Gas oder Strom, da soll die Mehrwertsteuer von 20 auf 5,5% abgesenkt werden oder gar, wenn es um die wichtigen Alltagsprodukte geht, da will Marine Le Pen mal überhaupt keine Steuer mehr drauf verlangen. Dass das natürlich in eine ausufernde Staatsverschuldung münden könnte, davor hat man natürlich logischerweise Angst in den Chefetagen der Gewerkschaften und der Unternehmen. Klar, dass man somit lieber natürlich einen Emmanuel Macron hätte, der für mehr Stabilität im Bereich der Preise, aber natürlich auch im Bereich des Landes sorgen könnte. Da möchte man sich aktuell sicherlich nicht mit jemandem auseinandersetzen, der den Eurokurs oder gar die Euro-Währung mehr oder minder schon seit Jahren verteufelt. Also in diesem Sinne wird es dann am 24. April mal wieder so richtig spannend in Frankreich, denn dann ist die Endwahl und dann wird man sehen, bleibt der alte Staatspräsident auch der neue, nämlich Emmanuel Macron, oder wird seine Herausforderung Marine Le Pen, die seit Jahren sich ja schon auf dieses Amt bewirbt, tatsächlich mal einen durchschlagenden Erfolg haben. Das war Mick Knauf für Wirtschaft TV aus der Frankfurter Börse.